Waschmaschine reinigen. Deine Waschmaschine fängt an, muffig zu riechen. Dann reinige sie doch einfach mal. Und wie? Das erfährst du gleich. Du kannst deine Waschmaschine mit Essig reinigen, zum Beispiel. Das ist ein Teil des Rezepts, das du gleich erhältst. Und zwar ist Essig ein starker und sehr umweltfreundlicher Reiniger. Vielleicht stört dich der saure Geruch, aber der verfliegt auch sofort. Also der ist dann auch ganz schnell weg und die Säure, die baut sich auch sehr schnell ab, also dass es wirklich ein umweltfreundlicher Reiniger ist. Und er ist gut gegen eine Keimbelastung. Und dann Natron. Natron ist unglaublich vielseitig. Es ist ebenfalls sehr effektiv und umweltschonend. Und es ist schon seit, ja, also ein Reiniger seit Jahrhunderten. Und du kannst ihn als Allzweckreiniger verwenden, also das Natron oder auch Natronhydrogencarbonat. Backsoda ist auch ein anderer Begriff. Und du kannst auch Natron verwenden für Reiniger, die ja konventionell äußerst umweltbelastend sind, also wie so klassische WC-Reiniger oder auch Abflussreiniger oder auch Reiniger für den Backofen. Die sind in den allermeisten Fällen extrem umweltbelastend und gesundheitsschädlich. Und für die Toilette wird ja auch ganz oft so ein Chlorreiniger verwendet. Vielleicht hast du von der Studie gehört, die stammt aus dem, also die Veröffentlichung stammt aus dem letzten Jahr. Da heißt es ganz pauschal, Putzen erhöht das Sterberisiko. Es ging darum, dass die Todesursache von professionellen Reinigungskräften untersucht worden ist. Und es hat sich herausgestellt, es sind ganz oft Lungenerkrankungen und dass das Sterberisiko für Männer bei 45% sich erhöht gegenüber den, gegenüber anderen Berufen, also zum Beispiel auch gegenüber Berufen, die eben im Büro ausgeübt werden. Und bei Frauen sind es 16%. Das soll jetzt nicht heißen, dass Männer jetzt nicht mehr putzen sollen, sondern die Interpretation ist, dass einfach Männer etwas sorgloser im Umgang mit diesen, ja, oftmals ja doch Chemiebomben halt sind. Frauen sind da etwas vorsichtiger. Und das Risiko ist einfach auch sehr groß, weil, ja, du musst ja einfach nur mal eben die ganzen Gefahrenhinweise dir auf den Packungen mal angucken. Und dann kommt noch hinzu, dass oft verschiedene Reiniger zusammen verwendet werden. Also wenn du zum Beispiel einen Chlorreiniger verwendest und auch noch einen Entkalker, dann kann Chlorgas entstehen. Und das Risiko, früher zu sterben, ist also für diejenigen, die auch nicht professionell putzen, also für alle Privatputzende, die das auch wirklich täglich machen, soll sogar noch höher sein. Insofern besser so umweltfreundlich wie möglich putzen. Und da ist Natron einfach unschlagbar. Natron und dann noch Essig dazu und dann auch noch Teebaumöl. Denn Teebaumöl sorgt auch nochmal für eine richtig tiefgreifende Sauberkeit. So, und die Empfehlung lautet folgendermaßen: 2 Tassen Essig, 1 Tasse Natron und 20 Tropfen Teebaumöl. Du gibst alles zusammen in das Fach für das Waschmittel und lässt die Waschmaschine bei 90 Grad laufen. Und danach trocknest du sie von innen mit einem trockenen Tuch, wischst sie dann einfach mal trocken ab. Und für alle unzulänglichen Stellen gehst du nochmal mit einer ausrangierten Zahnbürste da auch nochmal bei und zum Beispiel auch unterhalb des Abdichtungsringes, der Gummiabdichtung. Und dann hast du wieder eine gut riechende Waschmaschine. Viel Erfolg und viel Spaß!